Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Avorion unterwegs in Folge Nummer 73. Wir sind rübergesprungen in den nächsten Sektor und gucken jetzt hier ins Ausrüstungsdock, wollte ich sagen. Aber hier ist ein Handelsposten. Hier ist doch kein Ausrüstungsdock. Ich war davon überzeugt, dass wir da letztes Mal reingesprungen sind. Okay, dann halt nicht. Wir schauen mal, was hier nicht los ist, weil nichts eingebaut ist. Wir müssen mal gerade hier switchen, weil C43-Detektor, wir haben doch ein schickes Handelssystem, was ich da gerade reinstecken möchte. Und dann gucken wir mal ins Handelssystem rein, ob es hier schicke Routen gibt oder sowas. Sauerstoff hier bei der Kakaofarm, also kein Kakao kaufen, sondern Sauerstoff. Und der Handelsposten möchte das haben und das befindet sich hier im gleichen Sektor, würde sich also rentieren. Ja, rentieren ist gut gesagt, ne? Aber wir können es ja mal holen. Oh, hier sind Asteroiden. Im Nebel. Gefährlich. Okay, hier ist die Kakaofarm dann. So, jetzt müssen wir nur gerade nochmal rausgehen und gucken, wie viel war es denn? Vorrat 2295. Also können wir alles kaufen. Ja. Wir müssen es wieder anklicken, damit wir da ran können. Güter handeln, Sauerstoff. Kakao haben die hier so viel, aber wir brauchen den Sauerstoff. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Nein, Sauerstoff. Vorrat 2295, das passt ja wohl nicht mit dem Sauerstoff. Ne? Güter handeln, Sauerstoff. Doch, hier steht es doch. Das war der Preis. Das ist das Maximum, was wir laden können. Okay. Kaufen wir. Du musst zum Handel eine Station andocken. Das kann jetzt nicht sein, oder? Kaufen. Ey, das Spiel möchte mich doch jetzt richtig ärgern, oder? Das ist nicht wahr jetzt, oder? Jetzt aber. Gut, und jetzt müssen wir das zum Handelsposten bringen. Dahin. Okay, dann geht die Reise dahin. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir das dahin kriegen. Den Dockingport, ja. Ich war noch nicht nah genug dran. So, jetzt aber. Güter handeln, verkaufen, Sauerstoff. GW8 verkaufen. Erledigt. Aber das war jetzt auch nicht so. Das 74 verbessert, ne? War jetzt nicht so der Bringer. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen oder wie soll es denn?
Eigentlich bringt es das dann nicht. So. Gibt es wahrscheinlich nichts Neues, ne? Ja, es ist immer noch der Sauerstoff. Der Preis hat sich natürlich geändert. Handelsübersicht ist auch klar. Gold ist hier günstig, oder wie sehe ich das? ...27% unter Preis oder was. Ja, Karte und gucken. Ich wollte einen Ausrüstungsdock eigentlich anfliegen. Oder wir machen das hier, ne? Weil hier ist ein Tor. Das würde mich ja noch interessieren, wo die Reise hingeht. Auf der anderen Seite ist das Ausrüstungsdock doch erstmal wichtiger, oder? Aber warte, wir konnten noch nichts kaufen. Bringt uns also auch nicht weiter. Die dürfen ja keine Geschäfte mit uns machen. Also doch erst handeln. Hier ist eine unbekannte Massensignatur. Gucken wir uns das mal an. So einen Asteroiden bräuchte man, den zu verkaufen. Da gibt es noch die meisten Punkte für, ne? Das ist ein dicker Brummer, dieses Schiff hier, wenn es ein Schiff ist. Sieht schon krass aus, ne? So. Kein Asteroid. Auch nicht. Da hinten was zu sehen. Ist das da was? Nee. Hier ist nichts zu sehen in dem Haufen. Da ist aber was. Da ist er. Den wollte ich haben. Alles richtig angeflogen hier. Den nehmen wir ein und den verkaufen wir. Damit wir hier ein bisschen mehr schneller an Dingens kommen. Wie heißt das? Reputation oder wie nennt sich das? Keine Ahnung. Interagieren, einnehmen. Interagieren, Asteroid verkaufen. Und die Univus. Ja, bei denen gibt es hier was. 4000 ist wenigstens mal eine Nummer, ne? Aber nur 3495 verbessert steht da. Da stand doch gerade 4000. Schon komisch, ne? Waren die das jetzt gerade? Glaube ja, ne? Okay, da muss noch ein bisschen was mehr werden. Die Piraten sind jetzt nicht so freundlich zu uns, ne? Schätze ich mal. Feindselig. Alle feindselig. Xotan sind zum Beispiel neutral. Okay. Ist das hier schlecht, okay, und das ist gut. Die sind neutral. Wie, die sind mit uns gut, die Xibito-Organisation? Sind die denn hier nebenan oder so? Nee, ne? Ach, wir sind hier bei der... Mit denen sind wir schon gut gestellt. Das heißt, das Ausrüstungsdock müsste doch funktionieren, oder? Ich dachte, das wäre nicht so. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wo war es jetzt, das Ausrüstungsdock? Hier war keins. Da war eins. Also geht die Reise nochmal dahin. Ah, keine Notiz. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Dahin
und voller Warp. Gut. Ausrüstungsdock. Sehe ich noch nicht. Wenn ich es nicht sehe, muss es direkt vor uns sein, ne? Oder wie war das? Da ist ein Anker dran, da unten ist es. Schauen wir erstmal rein. Hier ist nix. Also hier ist schon was, ne? Wir können hier so ein paar Dinger hier kaufen. Gute Waffen, die wir ja auch brauchen. Fortgeschrittenes Handelssystem. Ja komm, zack, wir fliegen da auf jeden Fall hin, docken an und kaufen was. So, Dockingport bitte einmal. Ich habe die doch ausgewählt. Naja, da sind die Dockingports, okay. Da ist auch einer. Der ist, glaube ich, näher, ne? Ich sehe nichts. Traktorstrahl ist gut. Ausrüstung handeln, so. Kaufen wir erstmal. Wie lange ist denn die Zeit hier noch? Da, 12,59, okay. Quantum 1 Hyperraum, verbessertes Handelssystem. Sollten wir auch kaufen, um die abzugraden. Gibt es noch eins gut. So, Waffen. Lasergeschützturm. Kaufen wir. Die beiden dürfen wir nicht kaufen. Ausgezeichnete Beziehungen brauchen wir dann. Und Trinium, Antimaterie und Hülle. Doppelbolter Geschützturm. Der hört sich doch auch richtig gut an, ne? Und das ist ein Maschinengeschütz um physischer Schaden. Ich kaufe die mal beide. Torpedos brauchen wir jetzt nicht. So, dann haben wir da was gekriegt. Dann wollen wir mal gucken. Trinium haben wir? Ja, haben wir. Was ist das für ein DPS-Fehler? Das ist Titan, Doppellaser-Geschützturm, Doppel-Tesla-Geschützturm. Den haben wir gekauft. Können wir aber hier nicht hinsetzen. Trinium müssen wir da bauen erst. Ein Trinium-Stein bauen wir jetzt. Da. Trinium-Hülle, Trinium-Generator, Trinium-Energie-Container. Generator. Erstmal das Gerüst. Machen wir Generator oder Energie-Container? Ich glaube Generator. Warum leuchtet der so? Interessant. Ist der jetzt markiert? Ich glaube ja. Steuerung Copy, Steuerung auswählen.
in Ihrem Generator in der Größe, bitte. So, das sieht doch schon mal schick aus, oder? Und jetzt die Energiecontainer, wir können das doch auch umbauen. Mit Energiecontainer. Das hier ist ein Energiecontainer, ne? Altblock umwandeln. Ist das? Nein, das ist doch noch. Doch, das ist schon der passende Stein. Okay, ich dachte, wir hätten das noch nicht, aber es ist wohl schon. Das bedeutet, der hier. Nee. Habe ich das schon alles aus Trinium gebaut? Trinium ist doch blau. Kann ich den jetzt tauschen? Mach doch mal einer. Kamera drehen, auswählen, Block umwandeln. Das linke Maustaste. Ich drücke gerade die linke Maustaste, es tut sich aber nichts. Das ist voll doof, ne? Ja, irgendwie ist buggy oder was. Oh. Können wir schon mal wieder wegmachen, das war nix. Ja, Transformator zu Energiecontainern ist nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, irgendwas ist buggy. Das war ein falsches Menü. Blocke G Leertaste. Das ist er. Der soll das werden, aber wird er nicht. Block umwandeln. Aha, da muss ich den Weg gehen, wenn es mit der Alt-Taste nicht geht. Dann ist das halt so. So, das war jetzt Energiecontainer. Macht er auch nicht, aber ich kann es ja mit dem Block umwandeln hier machen. Ne? Kiste angehakt. Da ist auch einer. Da unten sind auch noch welche. Das ist ein Generator. Das sind auch Generatoren. So, Generatoren sind die, ne? Ne, Generatoren da umwandeln. Da ist auch noch einer. Das da hinten ist was anderes, aber ich weiß nicht was. Das ist der Integrationsfeld. Ja. Hier ist noch einer, ne? Gut. So, was haben wir noch? Schildgenerator. Den haben wir noch gar nicht, ne? Was machen wir dann? Bauen wir den, oder? Schildgenerator. Wo ist er denn jetzt hier? Steuerung C, Steuerung V.
und dann umschalten auf den Schild. Ach, das war hier vorne da auch schon, oder wie? Oder? Nee, sieht doch ein bisschen anders aus. Ja. Gut. Schild haben wir dazu gekriegt. Naja, passt erstmal, würde ich sagen. Was ist das denn hier für einer? Ein Schildgenerator, da ist er, okay. Ah. Und was ist das für einer hier? Auch ein Schildgenerator. Warte mal dann. Zack. 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 Dann haben wir das erstmal. Triebwerke sind schneller, das würde alles bedeuten, dass das erstmal gut ist, oder? Könnten natürlich hier auch noch die Quartiere umändern. Dann machen wir das auch noch, weil... Habe ich. Geht aber nicht. Doch, geht. Der ist schon. Da ist noch was. Passt schon. Gut. Haben wir das? Würde ich sagen, haben wir unser Schiff gerade ein bisschen geupdatet. Jetzt können wir dann die Waffen da aufsetzen. Das war eine. So, die kann jetzt da auf jeden Fall hin, aber dafür brauchen wir mehr Slots, weil diese Waffe hier wahnsinnig viele Slots braucht. Oder wie sehe ich das? 2 Slots braucht die. Habe ich noch irgendwo anders eine Waffe? Glaub nicht, oder? Ne, ist nur die eine. Gut, dann bedeutet das, wir müssen hier noch was tun. Unbewaffnete Schütze kann ich 7 machen. Super, oder? Ich brauche bewaffnete Geschütze. Unbewaffnete Geschütze. Was war denn da sonst noch so? Wir müssen das Schiff erweitern. Machen wir in der nächsten Folge, denke ich mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.